Vai scala. Vai scala. Brav, Fixiba. Und vai. Und wir gehen die Treppe hinauf. Mein Hund führt mich die Treppe einfach bis zum Ende entlang. Und jetzt sind wir angekommen. Grüß Gott. Ich freue mich, dass Sie zu uns kommen in die Bücherei. Kann ich Ihnen helfen? Was hätten Sie gern? Haben Sie vielleicht Hörbücher? Ja, haben wir bestimmt. Super. Direkt davor. Super. Barbara Lefz hat Pädagogik studiert und ist Behindertenbeauftragte der Uni Graz. Beim Hineinfinden in die Bibliothek kann für jemanden Sehbehinderten oder Blinden auch eine kleine Markierung am Boden hilfreich sein. Wenn es da zum Beispiel einen Gang mit mehreren Türen gibt, dann könnte man vor der Tür am Boden einen Teppichstreifen aufkleben oder etwas anderes, dass man sozusagen, wo sich der Boden ein bisschen verändert. Und das sozusagen als Markierung, diese Tür führt mich in die Bibliothek. Bürokaufmann Heinz Seiler sitzt seit einem schweren Autounfall in seiner Jugend im Rollstuhl. Was er braucht, um eine Bibliothek optimal nutzen zu können, zeigt er uns vor Ort. Der richtige Neigungswinkel der Rampe, eine leicht zu öffnende Tür, rollstuhlgerechte Gangbreiten und natürlich Hilfestellung durch die Bibliothekare. Dieselbe Bibliothek, eine andere Barriere. Denn Gabi Zehmann ist gehörlos. Was sie von einer Bibliothek erwartet? Für die Barrierefreiheit wäre es natürlich nicht schlecht, wenn jetzt zum Beispiel Verkäufer oder Verleiher eine leichte Kommunikation hätten. Ja? Also dass es leicht ist, von ihnen ihren Mund abzulesen, keine schwierige Sprache. Mit dieser Unterstützung ist es ja wohl möglich, ein Buch zu finden oder das Gesuchte. Gabi, Heinz und Barbara. Ihre Erfahrungen sollen helfen, lebensbegleitendes Lernen für alle zu realisieren. Jeder 10. Österreicher lebt mit Einschränkungen, die auch seinen Zugang zu Bildung behindern. Das Bildungsnetzwerk stellt sich dieser Herausforderung und hatte sich bis Ende 2014 zur Aufgabe gemacht, Bildungseinrichtungen und Bibliotheken so zu gestalten, dass auch Menschen mit Beeinträchtigung der uneingeschränkte Zugang möglich ist. Denn gleichberechtigte Bildungschancen sind der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben, weiß Projektleiterin Margareta Dorner. Einerseits geht es bei diesem Thema barrierefreie Erwachsenenbildung ganz stark um Aufbau von Expertise. Das heißt, wir sind selber in der Erwachsenenbildung Verantwortliche in Bibliotheken, auch Selbstlernende. Da geht es auch ganz stark, sich bewusst zu werden, welche Hemmnisse es eigentlich gibt. Und es geht auch um Veränderungen von Bildern, die wir im Kopf haben, obwohl wir Expertinnen der Pädagogik zum Beispiel sind. Nämlich, wenn wir von Barrierefreiheit sprechen, denkt man in erster Linie oft an bauliche Veränderungen. Aber es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten oft, die es zu verändern gilt. Und das Bildungsgeschehen wird barrierefreier. Und deshalb geht es darum, Know-how, Expertise, aber auch so Erkenntnisse und Erfahrungen, die es österreichweit gibt, aus unterschiedlichen Projekten zusammenzuführen und mit anderen Menschen gemeinsam diesen Weg zu beschreiten. Analyse, Lehrgänge, Entwicklungsprozesse starten. Eine Fachtagung sowie das Sammeln von Erfahrungen, Informationen und Grundlagen. Das sind die Projektschwerpunkte der nächsten Zeit. Barrierefreie Erwachsenenbildung wird durch das Land Steiermark finanziert und ist Teil des Steirischen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.